Hallo, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video und wie im letzten Video schon angekündigt, ist heute Angilas 1955 aus der Toy Stream Projekt Box dran. Hier ist erstmal das Kärtchen. Die Box zeige ich jetzt nicht nochmal extra, weil die euch ja schon im letzten Video vorgestellt. Schönes Bild von Angilas 1955. Im japanischen Original soll das aber auch Anguirus sein und nicht Angilas. In der deutschen Version. Ja, mir gefällt das Bild. In Osaka soll der Film spielen. Da kennt man diesen Haus da. So. Jetzt aber zur Figur selber. Also von der Form her ist der richtig super. Ich glaube, die Form selber, die gibt es jetzt so schon seit Anfang 90er, glaube ich. Steht hier immer drauf. Nee, 98, nicht Anfang, Ende 90er. Ich weiß nur, dass die Form schon älter ist und die gibt es in sehr vielen verschiedenen Farbvarianten. Die Form ist wirklich super. Und von Details her ist der auch richtig geil. Mir gefällt auch die Farbe, vorne rot. Hinten braun-golden. Ich finde den richtig super. Hier nochmal der Kopf von Nan. Sieht schon richtig schön aus. Augen sind auch schön. Wirklich eine richtig coole Figur. Auch schön die Schuppen, jeder einzeln. Krallen. Jeder einzelne Stachel richtig schön gemacht. Dann hier die Hörner. Andere Seite nochmal. Unterseite. Wirklich eine richtig schöne Figur. Ja, hier steht Bandai 1998 mit in China. So. Bewegen kann man den Kopf. Die Arme. Ja, was heißt Arme? Die Vorderbeine. Und die Hinterbeine. Die sind viel weicher vom Material als die Vorderpfoten. So, und das war's. Man kann es auch noch ein bisschen so seitwärts bewegen. Aber naja. So. Da war's das mal wieder mit der schönen Toy Stream Projekt Box. Bis zum nächsten Video.